Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Little Nightmares 2. Wir gehen direkt ans Eingemachte, indem wir mit Six und Mono losgehen. Ja, tatsächlich, ich habe die Namen jetzt endlich gelernt. Bei der 6. Folge. Fantastisch. So, los geht's. Gucken wir mal. Wir schauen das mal an, nicht, dass die Puppen hier rumrennen. Hier sind ein paar eklige Füße. Sehen aus wie die Füße von meinem Bruder. Ja. Obwohl, nee, warte mal. Nee, die sind ja noch zierlich hier. Außen sind die Fußnägel geschnitten. Die von meinem Bruder sind das nie. So. Oh. Komische Geräusche. Also wenn ihr dieses Let's Play guckt, dann guckt das wirklich mit Kopfhörern, damit ihr diesen Stereo-Sound auch habt, weil das einfach fantastisch ist. Hier ist Blut auf dem Boden. Guck mal, wie ich sie anblende. Ach, guck mal. Da kommt er direkt raus. Oder irgendwo rein. Eins von beiden. Raus oder rein? Diese Puppen sind das widerlichste, was ich bis jetzt gesehen habe. Muss ich mal zugeben. Also nicht das widerlichste, aber... Oh. Okay. Springt mich an wie so ein Alien ins Gesicht. Weißt du, sah genauso aus wie das von Alien, oder nicht? Mist. So, komm mal, wir müssen mal schnell hinlaufen. Brauchen wir gar kein Licht. Wissen wir jetzt ja schon mal. So. Du hältst mal das Ding da fest und ich hole hier die guten Schlagbolzen. Ah, Mist. Okay, ich muss die alle abwehren, solange sie da... Ich muss die Hände leider zerstören, sonst wird das nichts. Okay. Gut, dann machen wir das nochmal. Schon nervig. Okay, das schaffen wir jetzt. Okay, noch einmal. Oh, ich glaube, ich bin jetzt drauf. Ich glaube, ich hab's drauf. Yes! Jetzt kann ich doch helfen. Perfekt. Und rein hier. Oh. Hier sind ja schöne Masken, werden hier gemacht. Für Fasching oder für Karneval. Alter, da ist das schön. Das da. Da sitzt so ein fetter Mann da oben. Wer ist das? Boah, ist der eklig. Was ist der denn für ein Typ, ey?
rüberlaufen in der Zeit? Oder? Ich glaube, er hat uns gesehen, oder? Ja, hat er. Okay. Oh, ich hätte auch da ins Loch reingehen können. Na gut, habe ich nicht gesehen. Da hat er den Kopf abgemacht. Was hat er jetzt vor? Nicht, dass wir den entkommen sind schon. Da ist er schon. Wir haben auch wieder die Kreaturen hier, ne? Muss man einfach mal sagen. Boah. Schön, die weiche Matratze. Brauchen irgendwas zum Werfen, ne? Bloß was, ist die Frage. Das von da hinten liegen ganz viele Sachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wohin guckt er denn? Da vorne, ne? Bah. Der ist echt hässlich. Der ist wirklich hässlich, muss ich mal zugeben. Kommt wieder hinter mir her? Die kann nicht erwischt werden, oder was? Ich weiß nicht, wie ich gucken kann. Hier warten wir noch mal kurz. Warten. Dann musst du wieder nach hinten gehen. Oh nein. Das ist doch nicht sein Ernst. Geht erstmal rein und guckt. Und das erste ist auch das Bett. Nee. Was macht er? Was hat er vor? Wird das hier stehen? Oder können wir jetzt da einsperren? Sie gar nichts. Ich dachte, ich müsste ihn da einsperren, aber sind wir gar nicht. So, müssen wir hoch.
Herz pocht immer noch. Immer noch, das Herz. So. Da kommt ich irgendwie runter. Da greift er mal rein, um. Klar. Um sich oben an der Decke längs zu hangeln. Das ist natürlich so eine Greifhaken sozusagen. Ja, so ein, er ist so ein Ninja Warrior. Da geht's runter. Okay, wir brauchen Schlüssel. Brauchen wir gar nicht in die Richtung gehen. Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich nur hier. Helf mir mal mit, das Ding rauszuziehen. Oh, ich kann es aber alleine. Ich brauche Hilfe nicht. Jetzt schiebt er mich da rein. Achso, okay, gut. Ich wollte sagen, was für ein cooler Freund eigentlich. Nicht. Okay, warte mal, dann müssen wir wahrscheinlich einen Jump machen. Warte ich mal raus. Hier rauf. Okay. Da ist der Schlüssel. Oh, das ist eigentlich schon fast zu easy, ne? Das ist wirklich gerade sehr, sehr easy. Aber vielleicht ist das. Komm ich wieder rüber. Du bist super. Kann man auch, nee, kann man nicht. Achso, hier kann man nicht einfach durch. Okay. Das wäre ja auch witzig gewesen, aber das kann man anscheinend nicht. Und nicht nur anscheinend, das kann man auf jeden Fall nicht. Schließen wir mal auf. Helf mal mit. Vielen Dank, Sissi. Okay. Hier hoch. So schwer. Wo kommen wir jetzt hin? Okay, wir brauchen wieder eine Sicherung. Das ist der Fette. Bei dem Fetten ist irgendwann eine Sicherung durchgesprungen. Der Psychopath. Oben liegt die Sicherung, ich kann sie ja sehen. Na, da stehen noch kurz die Hände. Jemals ist er hygienisch, der Typ, muss man sagen. Die Frage, wie wir da hinkommen. Wir müssen ja irgendwie ablenken können hier, den Heini. Hangelaffen da. Jetzt warten. Das ist echt hässlich, ne?
mal wieder zurück, ob wir weitergehen können. Da wird irgendjemand beatmet. Da kommt hier nicht ran. Vielleicht mit dem Wäschedings da. Ah, wir gehen erstmal hoch. Ah, okay, wir kommen von hier ran, okay. Da kommen wahrscheinlich runter auf den Typen. Und hier ist der Schalter. Clever gewesen, sich unter den Tisch zu setzen. Okay, er muss da irgendwas dran rumkummeln. Und in der Zeit kann man wahrscheinlich rüberlaufen und den ganzen Kram machen. Aber ich glaube, jetzt habe ich zu viel Zeit vergeudet. Das heißt, wir müssen noch mal kurz abwarten. Soll ich es wagen? Okay, ich dachte, der kommt viel früher zu uns wieder, aber anscheinend ist das Schnuppe. Kriegen wir auch so hin, okay. Kurz hier. Okay. Dumm wieder von mir gedacht. Ich dachte, man könnte da vielleicht auch so hinkommen. Aber natürlich nicht. Aber wir sind hier, also packen wir direkt rein, können direkt durch die Tür laufen vielleicht. Okay, ein kleiner Run. Nein, das war dumm. Falsche Richtung gelaufen. Okay, das war falsche Richtung. Nochmal, das Ganze. Wahrscheinlich wieder mit Sicherung fängt das an. Okay. Gut. Da kommt er schon. Ich quetsche die ganzen Betten auseinander. Doch der krabbelt jetzt in den Ofen rein. Das höre ich. Okay, soll ich in den Ofen reinlaufen dann? Wahrscheinlich, ne? Na gut, wir probieren es mal. Aber in den Ofen rein? Ich meine, vielleicht macht das Sinn, da in den Ofen reinzukommen. Da gebe ich keine Freiwillige in den Ofen.
Ah, okay. Ich konnte auch da dran ziehen. Das habe ich erst zum Schluss gemerkt. Ich dachte, der Six macht das alles von draußen. So, noch einmal. Los, Feuer frei! Da wärmt sie sich erstmal schön die Finger. Kuschelig. Also auch ein bisschen romantisch, ne? Muss man auch sagen. Zack. Ja, das war's. Weg ist der Mann. Da kommen wir nicht hoch. Komm mal her. Helf mir mal hier. Ein bisschen aufwärmen sollte man sich auch in dieser Zeit, aber trotzdem. So. Noch ein Fahrstuhl. Und hier rein. Sau gut. Und so wie wir die erste Folge angefangen haben, die letzte Folge angefangen haben, endet diese. Wir sind weit genug gekommen heute wieder. Ja, hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Und so lange wünsche ich euch einen schönen Feierabend, beziehungsweise gute Nacht. Tschüss.